Hallo zu einer neuen The Forest-Folge mit Concord, wie ihr hier oben lesen könnt. Bei mir steht da, das Skull, und oder? Kopf weg. Halt die Fresse. So, ich habe erstmal wieder Hunger und Durst. Verlierst du da eigentlich Rüstung? Nein. Gut. Hätte ja sein können. Ja, habe ich keine Snacks dabei? Ich habe keine Snacks dabei. Ah ja, ich müsste auch mal wieder essen. Ja, wir könnten mal rübergehen und dann mal wieder mal, damit man was anders sickt. Aber weißt du, was mir gerade kommt? Wir haben doch drüben bei unserer Insel Notvorlager doch voll gehauen eigentlich, ne? Alles. Blöd gesagt, das ganze Fleisch da drüben ist ja jetzt... Voller Marsch, ja. Eigentlich ist voller Marsch, ja. Also ist der Plan eigentlich nicht so aufgegangen. Naja. Man, wenn es ja geregnet hat, wird es ja passen, glaube ich. Also irgendwie, damals haben wir es voll oft, also hätten wir es voll oft gebraucht, aber dann, als wir es fertig hatten und ausgefüllt haben, haben wir es nie wieder gebraucht, weil wir dann auch die Mauer fertig hatten. Blöd gesagt, ja. Also genau, das ist frisch, ne? Also hier ist frisch und das ist frisch. Wo ich bin? Hier, genau, das hier geht weiter, dann die zwei und dann wären wir wieder am Anfang. Dann können wir hier wieder rechts anfangen. So. Oh, das war nicht frisch. Nein, trink. Boah, das war Moment, knapp. Ich habe eigentlich unser Wohnzimmer noch, ach Wohnzimmer, Schlafzimmer noch gar nicht so richtig angeschaut. So, ich auch nicht. Ja, hä, das hast du doch fertig gemacht. Ah, Moment, wir brauchen noch unser Stocklager. Bin ich jetzt hochgekommen? Ich verstehe es nicht, ne? Ich komme jetzt super hoch, ohne Probleme. Oh, das ist ein schönes Schlafzimmer. Hier zumachen wäre noch ganz geil eigentlich, aber... Ja, der Dachbau, ne? Also, das sieht halt echt... Aber ich wollte hier noch was machen. Habe ich schon gemacht. Was? Der Stocklager. Ey, ich wollte hier noch was machen. Ja, aber ich glaube, so ein kleines Stocklager einfach, ne? Nicht so ein riesiges... Moment, haben wir das jetzt schon mal ausprobiert, ob das geht, dass man das Dach nochmal dreht irgendwie? Ich glaube, so haben wir letztes Mal gebaut. Ja. Kann das sein? Haben wir, glaube ich. Ah, ja, genau, sehr gut. Nice, oder? Sollen wir das nochmal... Geht das jetzt eigentlich, dass man es nochmal dreht? Mach mal. Schauen wir mal. Machst du? Dann brauchst du dich nicht machen. Eigenes Dach, wenn man nicht... Hier. Nee. Hier. Nee, wie dreht? Könnte man das jetzt drehen, ne? Ja, ganz normal das Dach nehmen, was du auch genommen hast, und dann nur auf der anderen Seite. Ja, das ist aber irgendwie unabhängig, wo man jetzt das Dach anfängt, irgendwie. Möchte das nicht. Kann man das nicht irgendwie. Ra 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 ra. Schnauzer da draußen. Ich finde gar kein Dach. Blockhütte, kleine Hütte. Da ist kein Dach, da ist kein Dach, da ist kein Dach, da ist kein Dach. Ich habe nur einen eigenen Boden, eigene Wand, eigene Fundament, eigenes Dach da. Irgendwie? Nee, ich kann es irgendwie nicht drin, keine Ahnung. Und was wäre, wenn wir einfach hier nochmal zumachen? Nee, ist zu niedrig, ne? Scheiße. Aber ich weiß, in der ersten Staffel haben wir das irgendwie hinbekommen. Ja, da habe ich das irgendwie hinbekommen, das stimmt, ja. Was man... Nee, man möchte nicht hier ein... Nee, man kann irgendwie das nicht bestimmen. Jede mal blöd. Keine Ahnung, wie du das hinbekommen hast. Keine Ahnung, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Muss man doch mal anschauen. Wie haben wir das geschafft? Irgendwas ist hier kaputt. Oder die haben da was geändert. Weil kann man ja updaten, den ganzen Cast, ne? So. Ja, das wäre aber ein Kack. Wieso sollte die so ändern? So könnte man wenigstens immerhin ein bisschen realistisch bauen. Das ist ja alles kaputt. Ausruhen. So vielleicht.
Nein, das war das falsche Ding. Ah, da ist der dritte Wagen. Aber braucht man einen dritten Wagen? Naja, nehmen wir mit. Also ich gehe mal wieder Holz machen und so. Passt das so? Kann man das so lassen? Ich glaube schon. Sieht ganz nice aus. Wie schaut's von außen aus? Kann man auch lassen, oder? Wie hast du das jetzt hinbekommen? Das verrate ich dir nicht. Sag ich mir sofort. Nein. Na, oh, noch mehr Holz. Noch mehr Baumstämme. Nee, das passt eigentlich soweit, wie ich muss. Würde ich auch, ja. Würde ich auch so lassen. Ja, doch, passt. Ich darf vielleicht mal die Ding wegtun, also die Lampe, falls die irgendwie dann verbuggt wird oder so, die tue ich dann hin, wenn das Dach fertig ist. Ja, ja, gute Idee. So, wo ist denn jetzt der Wagen? Wir haben eindeutig zu viele lilane Flaggen. Wir haben jetzt lila für Wagen und noch für irgendwelche Höhlen oder sowas. Ich glaube schon, ja. Ich weiß auch nicht, warum wir lila für die Wägen. Ich glaube, die lila Wägen, die waren immer da und wir haben es nie geändert. Weil es halt für uns klar war, weil wir immer damit rumgelaufen sind. Wir könnten sie jetzt umfärben, damit wir es besser. Ja, wenn wir da mal dazu kommen, ja. Komm jetzt, dreh. Nee, passt schon. Das ist eine neue Folge. Ich dachte, wir sind noch in der alten Folge. Passt schon, alles gut. Na? Gut. Dann hole ich noch den anderen Wagen hier. Zack. Da unten liegen ja hoffentlich keine Baumstämme mehr. Nee, ich glaube, sie gibt's. Also, wie viel Abstand lassen wir denn da jetzt zwischen Kirche und Wald? Also, wie dicht soll der Wald hinter der Kirche sein? Schon sehr dicht. Also, der soll schon dicht sein. Also ich ja, sagen, also dicht schon, aber welche Entfernung? Hier, also hier vielleicht irgendwie. Also, hier die Reihe. Warte, ich fange mal an. Also, ich habe da jetzt meine Welt und die Welt. Ich fäll mal die ersten Bäume, die ich gefällt haben will. Ja, genau. Ja, genau. Oder? Ja. Diese Linie. Genau, genau den da noch. Toll, leer. Laufen mit dem Baum, der gerade runterfällt. Oh ja, wenn wir da zu zweit das wegrotzen, dann. Ja, genau. Hier rum. Um Gottes Willen. Kommt der schon wieder her? Keine Ahnung. Jo, dann zünden wir dich mal an, du Verrecker. Oder sie, Spinnenfrau. Nimm's halt nicht so persönlich. Nee, ich verstehe es auch nicht. Erstmal die ganzen Blickpfeile wieder verschrotten. Ich habe keinen. Schweiß wieder umwandeln. Ist noch irgendwie Blickpfeile? Nö, gar nicht. Alles gut. Das ist so nervig, wenn ich gute Pfeile reinschieße und nee. Wieder aufsammle von den Leichtern, habe ich immer Blickpfeile in meinem ja, Hinter. Hä, warum sind die so schwach geworden? Ich verstehe es nicht. Hast du einen Schwierigkeitsgrad runtergesetzt oder so, oder? Nee. Ich beschwere mich jetzt nicht. Nee, ich glaube, die Pfeile sind gar nicht mal so schlecht, also. Ach, wieso nehme ich die überhaupt auf? So. Na, warte, den tue ich mal ein bisschen weiter vor den Wagen. Alter, so weit hintergefallen. Dahinter nicht gut. Dich und dich.
sind auch welche hingefallen. Sind die noch weiter gefallen? Nö. Dich. Dich. CC. Oh Mann, ey. Ah, ich drück die ganze Zeit die falsche Taste. Ich merk's. So. Ja. Was? Das war eigentlich doof, wieso hab ich's eigentlich fallen lassen? Ich hätte einfach auf einen anderen Wagen drauf tun können. Naja. Ist ja wurscht. Hab ich jetzt aufgefüllt. Ah, jetzt sind wir wenigstens wieder ein bisschen näher dran. Ja. Oh, 70 nur noch. Echt? Jawoll. Aber eigentlich gar nicht mehr so blöd, weil jetzt konnte man da eigentlich so diesen Wald ein bisschen besser herausstechen. Dann findet man die Kirche vielleicht auch wieder besser, wenn man so herläuft. Ja. Wenn man, ach, da ist wieder Wald. Das muss die Kirche sein. Ja, mit die zwei lassen wir vielleicht nochmal stehen. Yeah. Welcher willst du stehen lassen? Den hier. Ich würde hier, oder? Links keine mehr abnehmen. Genau, also den hier und den hier würde ich stehen lassen. Ja, also hier würde ich keine mehr. Ich dachte jetzt nur noch in diese Richtung und hier, ja, außen rum finde ich eh ganz gut, dass hier eh alles. Oh, hier ist ja noch ein Fluss. C. Was? Oh nein, jetzt wird mir wieder kalt, oder? Oh, das sind Fische. Was ist denn hier eigentlich? Ach so. Okay. Ja. Ne? Gut. Ja, bist du nicht umgefallen, Bro? Oh Mann, das war kein Headshot. Das war kein Headshot. Jetzt läuft er mit meinem Pfeil weg. Komm zurück. Nein, das ist mein Pfeil da. Oh, das sind blaue Beeren. Oh Gott, das sind... Das sind blaue Beeren. Nice, 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 nice. Wow, 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 Alter. Ich sammle da ganz gemütlich Beeren, drehe mich um und stehen dann so vier Leute vor mir. Ich finde es krass, wenn du... Hallo, das war nicht in die Schulter. Hallo. Das war ein Headshot. Was ist denn mit euch? Blöde Kuh, bleib stehen. Kommst du von dem Baum runter? Chantal, komm sofort vom Baum runter. So. Weh, die passt jetzt nicht mehr drauf. Nee, du bist die Trage jetzt. Schau mal her, du bist jetzt ganz schön zum Effigy verarbeitet. Hä, hey, hast du da oben vorne nochmal welche hin? Ah, ja, ja, ich habe jetzt immer so große gebaut und zwischen den großen nochmal kleine. So, dann... Wir wollten es da richtig krachen lassen da oben. Ja, ja, alles gut. Alles super. Aber ich finde es so lustig eigentlich auf dieser Steam-Seite. Da wird ja dann im Trailer so gezeigt, wie sie so richtige Armeen angreifen eigentlich und bei uns... So eigentlich schon, ja. Ah, ja. Also der Trailer, der ist schon, glaube ich, hardcore... Gescriptet, also... Ja, gescriptet, also... Es sieht zwar aus wie Gameplay, ne, klar. Ja, aber wir haben halt echt schon viele Stunden investiert und... Also irgendwann müsste es ja theoretisch... Also, blöd gesagt, ich bin eigentlich schon fast froh, dass es nicht so ist, weil nee, ich so krass ist das, dass das übertrieben. Das wäre... Ja. Ich meine, wir sind jetzt bei Tag 91. Wir sind bei Tag 91. Nicht 95 sogar? Nee, ich bin bei Tag 91. Achso. Ich bin infiziert. Finde Aloe Vera, um dich zu heilen, steht da. Seit wann kannst du das denn machen? Ich dachte, das Blut überströmt sein und sich infizieren geht nur bei mir. Keine Ahnung, es steht auch nur... Nee, 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 das steht nur in dem... im Buch. Da steht das. Okay. Oh Mann, jetzt habe ich genau Beine. Die Beine brauche ich nicht. Oh, das ist ein Pfeil. Danke dir.
Verbrennst du mir die Körper selber oder? Nee, bin sofort. Lässt du einfach liegen, oder? Der wird aber, glaube ich, auch nicht viel Knochen rauskommen. So, nee, vielleicht dann zwei auch Knochen raus. Okay, habe ich noch was? Ja, da habe ich noch ein Ausrüsten. Da kommt doch noch ein Bein rein, oder? Nee, aber da kommt noch ein Bein rein. Nein. Nein. Da? Ja. So. Ja, also die Kirche, ich bitte dich. Das ist schon sehr religiös, ne? Also mit ganz viel... Ja. Ganz viel FGs und Leichen und... Ja, so wie es gehört. Genau. So wie ich mir die Kirche vorstelle. Alles andere ist Lüge. Alles Fake. Ja. Alter, Digga. Was hast du hier gemacht? Geholzfeld. Geholzfeld. So, wo ist der andere Wagon? Achso, du hast den schon geholt. Schlau, schlau. Oder hab ich den geholt? Nee, ich hab einen hierher gefahren, aber... Ah, okay, passt. Wo ist der dritte Wagen? Der ist... hier. Yeah, yeah, yeah. Es wird schon wieder langsam finster. So ein Scheiß. Wie viel noch? Alter, ja, bald haben wir es geschafft. Das schaffen wir noch. Alter, wieso kann ich hier nichts mehr? Jetzt muss ich hier reinlaufen extra. Was für ein Kackus. Oh. Ja, das schaffen wir in der Folge noch. Das schaffen wir. Ja, ja, wir brauchen eigentlich nur noch 11. Gut, ich glaube für die fürs Kreuz brauchen wir noch was. Ja, fürs Kreuz brauchen wir noch was und dann fürs Dach halt, ne? Brauchen wir auch nochmal 67. Gut, da kann man hier gleich mal ein bisschen mitnehmen. Ich wünschte, man könnte ein größeres Wägelchen bauen. Oder Roboter, die für dich in der Formstimme sammeln. Hier ist mal kurz Kaffee trinken. Zwei Bäume sollten jetzt erstmal reichen, weil jetzt eh gleich dunkel wird. Jo, gleich haben wir es geschafft. Oh yeah. Oh, oh yeah. Yeah. Oh zwei yeah. Zwei Bäume haben wir noch und? Boom. Boom, fertig? Ist fertig? Nein, nicht fertig. Hallo. Ich möchte hier. Sag mir nicht, dass das jetzt irgendwie verbuggt ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, aber. Ah. Alter. Obwohl, obwohl, Moment, Moment, Moment. Irgendwie. Irgendwie kann ich es hier gerade nicht, aber. Nein. Ah. Ah. Ah! Sie ist fertig! Sie ist fertig. Sicher? Richtig, wie sie ist. Ja, und man kann sie sogar nicht reinhauen. Und man kann hier nicht lesen. Okay. Okay, sie braucht unbedingt Licht. Licht, 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 Licht. Oh, nice. Möbel. Och, Menno. Jetzt kann ich hier nichts bauen. Oh, Menno. Was würdest du denn hier bauen? Dann auch ein Long Kronleuchter. Ich habe keine Schädel mehr. Kannst du die Lampen hier bauen? Ja. Achso, da gerade einen guten Kopf hinbaut. Ja, also das ja, ist so. Ein... Was ist das hier? Nein! Der Baum muss weg. Sollte eigentlich ein bisschen
schäbig aus, ne? Ich dachte weg. Oh. Krass. Kannst du keinen Kronleuchter hier bauen? Nee, ich komme nicht. Ich komme nicht hoch mit dem Kronleuchter, keine Chance. Nee, so eine normale Lampe kann man nicht bauen. Kann man hier vielleicht im Fenster ins? Oh. Wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Ah! Alter, wehe. Wehe. Oh Mann. Das ist nicht grad doof. Jetzt. Blöder Kuh, geh da weg. Raus hier. Oh. Hey, der war doch getroffen. Ja, wir haben beide auf ihn geschossen. Wow, wow, aua. Natürlich jetzt in der Nacht besser. Hä? Das war doch ein Headshot, wow, Mann. Hey. Nein, ich bin gerade so dumm. Ich kann gerade das ausweichen, gar nicht. Alter, die ganzen weißen Baupläne in der Nacht. Aua! Alter, ich schieß die ganze Zeit voll daneben. Ja. Oh Mann, ich verliere gerade wieder voll viel Rüstung. Ja, ich auch. So. Speichern? Speichern. Und dann können wir gleich schlafen. Komm. Ah, da kommt gerade eine hergelaufen, deswegen geht's vielleicht gerade nicht. Ich versuche. Wow! What? Ich habe ja gerade versucht hier zu speichern, das hat gerade echt. Ach, ich verschieß gerade meine ganze. Immer wenn ich schieße, Alter. Stirb halt! Danke. So, jetzt schlafen, komm. Ich bin ja schon da. Jetzt habe ich gespeichert, verdammt. C. Z. Z. Ach, Gott sei Dank. Wunderbar, wo ist der Leiche? World's First Father. Irgendwie eine Errungenschaft bekommen. Ach so, weil du wahrscheinlich so lange überlebt hast, ohne aber ihn zu finden oder sowas. Wahrscheinlich, ja. Ja, gut, aber. Also bei dem Bauprojekt soll ich jetzt vielleicht einfach mal ein bisschen Essen mitnehmen. Gebratenes Fleisch oder so. Finde ich aber echt schwach, dass ich die ganzen Erfolge nicht kriege auf Steam, weil das nervt ein bisschen. Weil stell mir vor, ich will da mal irgendwie ein paar Erfolge machen und dann. Aber, also die werden in Steam auch gar nicht angezeigt, dass du es abgeschlossen hast. Nee. Ja, das ist gut, das wird mich irgendwie auch nerven. Sehr, sehr, sehr nervig. Ja, verständlich. Weil man, sag mal, die Errungenschaften bringen einem nichts, aber irgendwie ist dieser. Ja, es ist ein Erfolg. Ja, ich sammle halt gerne, ja, stimmt. So. So, jetzt wollte ich die FNGs drauf holen. So. Dann da auch noch ein paar Arme oder die Köpfe sollte ich mal. So, Köpfe habe ich da nicht. Noch eine Leiche, ja. Leiche, 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 wo bist du? So, das erste ist fertig. Also das kleine. Hier nur noch Beine. Achso, ich habe gar nichts mehr. Habe ich noch irgendwas? Doch, ich habe Beine. Beine, 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 Beine. Arme. 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 Da kommt ein Bein. Ich muss nochmal kurz zurück aus Essen und Trinken. Und da kommen noch Beine hin. Ich komme mit, weil ich muss auch was essen und trinken. Ah, du hast aber schon viele unterm Laufen so bäm, 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 bäm. Oh, da ist aber schon viele, viele Effigies hier. Leck mich im Arsch, das wird Arbeit. Ja, mei. Schauen wir mal. Ich will, bitte. Das ist immer echt immer sehr kritisch. So, ich hab Leben verloren, scheiße. Die Hälfte meines Lebens. Alter. Ach, fuck. Jetzt habe ich keinen. Alter, das ist schon eine vierte Fleisch, was ich essen muss, weil ich bin wert nicht voll. Und jetzt ist mein Trinken schon wieder rot. Ich muss immer nur eins essen. Ja, dann hast du vielleicht immer durch Zufall ein gutes erwischt und ich esse immer den ganzen verkohlten. Ja, aber wir essen es ja von der gleichen Stange, sag ich mal, irgendwie so. Naja, ich hab's von den Links da genommen eigentlich alle.
Geh zu. Hallo. Der Hörer. Hat er gerade gebietet oder sowas? Oh. Oh, fürs Effigies. Kommt her. Ach, verdammte Axt. Also gerade dafür, dass vorne haben wir es echt verschrien, ne? Wow. 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 Jetzt springt ihr mir ja doch ein bisschen zu viel rum hier. Ja, ich treffe die nicht mehr. Vorhin haben wir voll verschrien, dass wir gut sind. Ach, verdammte Axt. Jetzt hat er. Vorsicht, nicht. Hab ihn. Nee. Hä, da steckt doch ein Pfeil im Kopf, oder? Ach komm schon. Hä? Alter, okay, aber spätestens nach dem dritten Pfeil müsste Schluss sein, ganz ehrlich. Ach, Gott sei Dank. Alter, der hat so viele Pfeile drin stecken, den lasse ich nicht flöten, den lasse ich jetzt nicht entkommen. Boromir! Hallo, nein, meine Pfeile, bleib stehen! Wo ist er hin? Scheiße! Meine Pfeile, verdammt! Also, wo er nicht hin ist, ist das Reich der Tod. Ich glaube, der hat 6 Pfeile oder so drinstecken, verdammt. Da ist ein Lurch drin. In unserer Falle ist ein Lurch drin. Hey. Ja, immerhin, ne? Ja, und wie mache ich das jetzt? Kann man da vielleicht einen Pfeil im Bogen reinschießen? Ich glaube nicht, oder? Der bleibt, glaube ich, bei der Falle sogar stecken hier drin. Ich probiere es mal. Macht Steckomat. Ne, funktioniert sogar. Nice. Oh, okay. Dann habe ich es wohl bei mir verkackt. Also, weil ich genauso einen Ast erwischt. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Ja, Mann. Ja, ich hab die Falle wieder aufgerichtet und dann habe ich halt E gedrückt, damit ich ihn häuten kann und mir Fleisch nehmen kann, und ist die Falle wieder umgekippt. Ach, hier haben wir Augentote. Ach, tust du jetzt. Ah ne, das ist der Weg. Okay, passt, alles gut. Ich guck mal wegen Fallen, ob da irgendwie welche ausgelöst sind oder sowas. Da hinten ist eine ausgelöst. Ist aber wieder keine Leiche. Boah, weißt du was? Ich hau jetzt die ganzen kleinen Bäume hier weg. Die nerven, ne? Also die kleinen Bäume, die finde ich nervig. Da, wo du eine Äste bekommst. Ja. Die nerven, weil das ist... Ich weiß nicht, weil wir haben ja eigentlich hingeschrieben, dass sie nicht nachwachsen sollen. Genau eigentlich für sowas, dass du vielleicht irgendwie... Ich weiß aber nicht mal, ob das irgendwie die Bäume sind, die wir gefällt haben. Keine Ahnung. Nee, hier sind ja keine Bäume da, die da sind eigentlich. Da kommen wir ziemlich groß vor, schauen wir mal. Ah ja, da sind sogar Baumstämme rausgekommen. Echt? Oh, hier liegt ein Torso. Hallo, ich möchte hier diese... Danke. Ach, hier ist ein Feuer. Ich mach das mal kaputt, ne, weil es so mitten im Weg liegt. Ja, passt. Ah! Ist bitte nicht, danke. Oh, ich bin hier gerade beschäftigt, das Mistviechzeug wegzuhauen. Komm mal her. Bitteschön, gern geschehen. Aber du liegst hier ganz gut ein... Uah. Direkt neben... Was braucht denn der? Viele Arme. Ich brauche mal deine Arme, Freund. Hör mal meinen Pfeil zurück. Danke dir. Ich hoffe mal, dass diese kleinen Bäume keinen Schaden machen. Ich achte da gerade nicht so drauf auf meine Rüstung und so. Aber kann es sein, dass das Zeug wegbackt? Wenn man die komplett zerhackt. Weil irgendwie ist jetzt ein Arm verschwunden und ich weiß nicht wohin. Vielleicht in dein Inventar. Alles gut. Weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht geguckt. Kopf.
Schwein. Nee, ich tue den einen Kopf da hinten, nur damit der fertig wird. Die zwei sind fertig. Der ist auch fertig. Der ist... Ah, da hätte ich die zwei Arme hin tun sollen, dann wäre das fertig gewesen. Der ist auch fertig. Da fehlen mir noch die Köpfe. So. Paar Beine, Beine, Beine. Ach, ist so geil, wenn die ganzen kleinen Bäume weg sind. Aber man muss vielleicht gleich die ganzen Baumstümpfe mit weghauen, ne? Von diesen kleinen Bäumen. Ja, das wäre gar nicht mehr so blöd, aber warum wachsen die überhaupt? Ne? Und beim Weg müssen wir sowieso alle Baumstämme weghauen. Ja. Baum. Komm jetzt her. Danke dir. Der da auf alle Fälle. Der da hoch. Ich geh doch mal lang und guck mal, was ich da so. Der muss auch weg. Der muss auch weg. Da hinten lass ich mal stehen. Der muss hier weg. Aber schon mal ein paar weniger. Der muss hier weg. Ah, das ist ein Hitler, wie noch ein Baum. Oh ja, das ist wirklich Baum. Ich habe nur einen Schatten gesehen gerade. Glück sagt, können wir ja eigentlich vor der Kirche alle Bäume verwecken. Ja, prinzipiell schon. Und beim Weg auch. Also ich versuche gerade ungefähr beim Weg alles wegzuholzen. Aber ich sag mal, die ganzen Sträucher sind ja trotzdem auch, wenn Bäume wechseln. Ja, die Sträucher, ich weiß auch nicht. Die Sträucher. Die, mitten auf dem Weg und so. Gut, ja, wenn der Weg halt zwar da gut, ist. Damit die ganzen. Ganzen Sticks nicht ausgehen, aber. Gut, die Büsche, wenn der Weg da ist, glaube ich, beim Weg tun nicht mehr so viele wachsen. Also. Also auf dem Weg nicht mehr. Ich will es jetzt nicht da schreien, aber. Ich höre nur Fliegen, Alter. Also wir, na gut, wir brauchen 244 Sticks. Hey, für was? Vielleicht für ein Kreuz, kann das sein? Nee, das Kreuz ist schon fertig mit den Sticks. Jetzt habe ich gerade fertig gemacht. Also wo braucht man denn so verdammt viele Sticks gerade aktuell? Ach so, immer noch die Mauerdinger da. Verstärkung. So. Ah ja, apropos Mauerverstärkung. Kann man das an die Holzmauer dran machen? Theoretisch. Schauen wir mal. Ich hab doch da gerade irgendwen gehört, aber okay. Na, wo war das denn gleich wieder? Fuck. Da. Nope. Nee. Man kann es nicht an den Steinmauer dran bauen. Naja, wurscht. Ja, egal. Ich denke auch. Nein! Ich hab kein Benzin mehr. Benzin. War das in dieser roten Höhle, sag ich mal? War auch Benzin, glaube ich, ja. Ich glaube schon, ja. Ja, wenn wir dann eh mal auf Stoffsuche und sowas gehen, können wir das dann mitmachen. So, das Kreuz ist komplett fertig, nee. Nee, ein bisschen Steine brauchen wir noch. Und Baumstämme. Nee. Ey, da steht bei mir noch Baumstämme. Da stehen noch 14 Baumstämme bei mir. Achso, ja, ja, Baumstämme, ja. Hast recht. Oh yeah. Ausrüsten. Gerade ein paar Beeren sammeln wieder. Ach, hier im Teich sind sogar zwei Fische. Oh, süß. Gibt es ein Maximum, was man an Beeren in die Ding tun kann? Ja. Ja, 30. 30? Mhm. Ah, gut, ich habe 13, ne? Alles gut. Ja, ich habe meine 30 Beeren schon zusammengefressen. Ja, ich auch, deswegen sammle ich gerade neu. So, jetzt braucht man nur noch Baumstämme für das Kreuz.
Also wenn du dich echt nur, also komplett vegetarisch ernähren willst, ne, gibt's ja, glaube ich, auch eine Trophäe, ne? Dann musst du echt hier siedeln, an dem See hier, sage ich mal, weil da gibt's so viele blaue Büsche. Moment, wo bist du denn da? Ich komme zu dir, ich möchte auch noch ein paar Bären hauen. Ich meine, ich habe jetzt alle gepflückt. Ich weiß nicht, ob du da noch welche da sind. Werde es gleich erfahren. Ist eher hier so bei mir. Das ist, glaube ich, meiner gewesen und so. Und? Nein, nee, die sind sogar leer, ja. Ah, okay. Weil ich verstehe ich manchmal nicht. Manchmal kann man es ja, glaube ich. Ja. Anderes gepflückt ja. Hat, irgendwie ganz merkwürdig, ja. Ich verstehe es auch nicht ganz. I don't understand it. Aber wo ich halt ein bisschen Angst habe, ist, wenn wir jetzt hier überall die Kirche beleuchten, dann die ganzen Effigies, nicht, dass die dann wild werden und einfach dann die scheiß Kirche über den Haufen rennen, wenn irgendwelche Mutanten oder so kommen. Das würde mich voll ankotzen. Ja, das würde mich auch ankassen. Deswegen immer einen Speicherstand haben, der aktuell ist. Man könnte zwar, sagen wir sagen, auch, ja, einfach eine Mauer rum. Dann ist der Flair weg, glaube ich. Nee, die Mauer würde ich nicht drum machen. Ich glaube, die kleine muss reichen. Ja. Weil wir werden ja nicht dauerhaft hier sein und da werden die es einfach nicht überrennen, obwohl keiner da ist, oder? Hoffen wir es mal, ja. Ich würde jetzt noch gern, naja gut, 14 Baumstämme ist schon ganz schön viel. Oh, dafür. Wir müssen die Folge beenden. Ja, eben, deswegen, ja. Ich hätte zwar gern noch das Kreuz fertig gekriegt, aber, ja. Das kannst du so oft machen, wie du willst, das wächst immer wieder nach. Ne? So ein Scheißtrick, so, ja. Wir laufen gerade alle in Richtung unserer Siedlung. Wee. So, das Weg ist jetzt schon mal fertig. Der blöde Stuhl hier, der muss weg. Du gehörst hierher. Passt. Dann spare ich hier nochmal kurz. Alter, weißt du, also direkt bei der Kirche, mir, weißt du, angezündet. Also bei mir ist Tag 97, nur mal so. Wenn jetzt ich speichere. Wenn du speicherst und was ist, wenn du bei B reinguckst in das Heft? Ganz. So. Bei den. Ganz rechts. Ja. Wo war das jetzt? Da bin ich jetzt bescheuert. Don't afraid. Ach da. Mm. Bei Statistiken ist bei mir 92. Tage überlebt 100. What? Yep. Das steht bei dir 100? Moment, es gibt Stärke, Athletik, Gewicht. What? Tägliche Kalorien gegessen, verbrannt. Ach so, lol, krass. War mir nie bewusst, dass man das so krass nachschauen kann. Bedingungen, infiziert. Finde Aloe Vera, um dich zu heilen. Ja genau, das steht bei mir auch da. Das habe ich vorhin eben vorgelesen. Ach so, da hat man weniger Stärke, weil das wahrscheinlich rot ist. Und was heißt das, wenn man weniger Stärke hat? Dass man dann weniger Schaden macht oder sowas, kann sein? Finde Aloe Vera, ich hab ja auch geistige so Gesundheit, 0%. Ja, ich bin total komplett geistige Ballerballer. Gesundheit? Ich bin komplett Ballerballer. Ja, aber hey, geistige Gesundheit, wie kann man das denn beeinflussen? Keine Ahnung. Weil man ist doch nicht in der Höhle gewesen oder sowas. Man ist zwar abgestürzt, man hat jeden Tag auch in die Ballern getroffen. Aber ich glaube vielleicht die Höhlen wirklich, wenn du zu lange in Höhlen bist, dass du da irgendwie bescheuert wirst. Gut, naja, ich würde sagen, beenden wir einfach mal die Folge. Jo. Gibt's hier irgendwie Pfeile für mich? Pfeile, Pfeile! Nein, keine Pfeile. Okay. Hier ist ein verkohlter Fuß. Eigentlich schade, dass man sich in diese Campingstühle nicht reinhocken kann. Ja, das habe ich früher schon gesagt. Das finde ich auch heute immer noch schade, dass du die nicht benutzen kannst, allgemein, ne? Ja. Das finde ich. Sehr schade. Das gleiche auch irgendwie ganzen Lampen und sowas in den Höhlen und sowas. Ja, so Lampen und was auch immer. Oder Generatoren stehen da ja sogar rum. Ja, da stehen Generatoren rum. Stimmt. Wo kommen die eigentlich her? Also nur zum Nebenbei. Ja, die sind abgestürzt und gesagt, komm, mit was ziehen wir denn los? Ah, Generator. Ach, gehen wir damit mal in die Höhle ganz tief hinein? Da, wo so komische Geräusche rauskommen? Keine Ahnung. Na gut, Alter, also dann. Richtig fett aus, Alter. Nice. Nice. What? Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.